Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. In den Lesebüchern stehen die Namen der großen Väter. Ihre Schlachten lernt auswendig, ihr wunderbares Leben studiert. Wer ihnen nacheifert, ihnen nachzueifern, aus der Menge sich zu erheben, ist uns aufgetragen. Unsere Stadt ist begierig. Auch unsere Namen. Unsere Stadt ist begierig, einst auch unsere Namen auf die Tafeln der Unsterblichen zu schreiben. Hört, der große Lucullus ist gestorben. Der Feldherr, der den Osten erobert hat, der sieben Könige gestürzt hat, der unsere Stadt Rom mit Reichtümern gefüllt hat. Vor seinem Katafalk, der von Soldaten getragen wird, gehen die angesehensten Männer des gewaltigen Rom mit verhüllten Gesichtern. Neben ihm geht sein Philosoph, sein Advokat und sein Leibross. Haltet ihn stetig! Haltet ihn Schulter hoch, dass er nicht schwankt vor den tausenden Augen. Da nunmehr der Herr der östlichen Ehre sich zu den Schatten begibt. Und stolpert nicht! Was ihr da tragt aus Fleisch und Metall, es beherrschte die Welt, beherrschte die Welt! Hinter ihm schleppen sie einen riesigen Fries, der seine Taten darstellt und für sein Grabmal bestimmt ist. Schleppt. Wenn auch der Schweiß euch vielleicht in die Augen läuft, lasst ja die Hand am Stein. Denkt doch, entstürzt er euch, möcht er in Staub zerfallen. Möcht er in Staub zerfallen. Sieh den Rothelm. Den? Nein, den großen. Ach, Schild. Alle Senatoren. Und auch alle Schneider. Nein, der Mann ist bis nach Indien vorgestoßen. Hat er aber längst schon ausgespielt. Meiner Ansicht leider. Größer als Pompeius. Rom war ohne ihn verloren. Ungeheure Siege. Meistens Glück. Mein Reus, der in Asien umkam, kriege ich durch all den Rummel nicht zurück. Durch den Mann machte mancher ein Vermögen. Meinem Bruder seiner kam auch nicht mehr heim. Jeder weiß, was Rom durch ihn gewann. Allein an Rom. Wenn sie nicht so lügen, ginge ihnen keiner auf den Leim. Heldentum stirbt leider aus. Wann wird man uns mit dem Gewäsch von Rom verschonen? In Kappadokien. Drei Legionen. Hin. Ah. Mit Mann und Maus.
Kann ich hier durch? Nein, hier ist abgesperrt. Wenn wir unsere Geldherren verscharren, müssen sich die Ochsenkarren schon gedulden. Mein Pulche haben Sie vor das Gericht gezerrt. Steuerschulden. Man kann sagen, dass man ohne ihn heute Asien nicht besäße. Hat der Thunfisch wieder aufgeschlagen? Auch der Käse. Noch einmal bewundert das ganze Volk sein wunderbares Leben der Siege und der Eroberungen und erinnert sich seines einstigen Triumphes. Und es lief ins Der Götter, als er auf dem goldenen Wagen durch die Stadt fuhr. Bringt euch die fremden Könige. Und die fremden Tiere. Elefanten, Kamel und Panther. Und die Kutschen voll gefangener Damen. Die Bagagekarren. Raffelt mit Gerätschaft. Schiffen. Villen und Gefäßen. Schönen Elfenbein. Ein ganz Korinth voll Erzerstatuen. Rosende Meer des Volks geschleppt. Denkt des Anblicks! Denkt der Münzen für die Kinder! Und der Weine! Und der Würste! Als er auf dem goldenen Wagen durch die Stadt fuhr! Ihr, der Unschlagbare! Ihr, der Gewaltige! Ihr, die Furcht der beiden Asien! Liebling Robert! Jetzt durchziehen sie den Triumphbogen, den die Stadt ihrem großen Sohn errichtet hat. Die Weiber heben die Kinder hoch. Die Berittenen drängen die Reihen der Zuschauer zurück. Die Straße hinter dem Zug liegt verwaist. Zum letzten Mal hat der große Lucullus sie passiert. Der Zug ist verschwunden. Nun füllt die Straße sich wieder. Aus den verstopften Nebengassen treiben die Fuhrleute ihre Ochsenkarren. Die Menge wendet sich schwatzend ihren Verrichtungen zu. Das geschäftige Rom geht zurück an die Arbeit. Das Begräbnis. Draußen an der Appischen Straße steht ein kleiner Bau, vor 10 Jahren gemauert, bestimmt den großen Mann im Tod zu beherbergen. Ihm voraus biegt der Haufe von Sklaven ein, der den Fries des Triumphes schleppt. Dann empfängt auch ihn die kleine Rotunde mit dem Buchsbaumgestrüpp. Halt, Soldaten! Kommt eine Stimme von jenseits der Mauer. Sie befiehlt von jetzt ab. Kippt das Traggerät. Hinter diese Mauer wird keiner getragen. Hinter diese Mauer geht jeder selber. Die Soldaten kippen das Traggerät. Der Feldherr steht jetzt aufrecht.
ein wenig unsicher. Sein Philosoph will sich ihm gesellen, einen weisen Spruch auf den Lippen, aber... Bleib zurück, Philosoph. Hinter dieser Mauer beschwatzest du keinen, sagt die Stimme, die befiehlt dort. Und darauf tritt der Advokat vor, seinen Einspruch anzumelden. Abgeschlagen, sagt die Stimme, die befiehlt dort. Und dem Feldherrn sagt sie, tritt jetzt in die Pforte. Und der Feldherr geht zur kleinen Pforte, bleibt noch einmal stehen, sich umzuschauen. Und er sieht mit ernstem Auge die Soldaten, sieht die Sklaven, die das Bildwerk schleppen, sieht den Buchsbaum. Letztes Grün. Er zögert. Da die Halle offen steht, dringt Wind ein von der Straße. Nimm den Helm ab. Unser Tor ist niedrig. Und der Feldherr nimmt den schönen Helm ab und tritt ein. Gebückt. Aufatmend drängen aus der Grabstadt die Soldaten, fröhlich schwatzend. Servus! Lack alles! Wir sind quitt, alter Bock! Raus aus dem Beinhaus! Ein Leben! Ruhm ist nicht alles! Man muss auch leben! Ein Leben! Wer kommt mit? Unten am Dock ist ein Weinhaus! Weinhaus! Du hielt auch den Schritt! Ich komm mit! Verlass dich drauf! Und wer sagt? Sie schreien auf! Wie er strahlt! Ich gehe rüber auf den Rindermarkt. Zu der kleinen Schwarzen? Du! Wir kommen mit! Nein, nicht zu dritt! Hat sie schon einmal verargt. Dann gehen wir zum Hunden! Mann, das kostet Eintritt! Nicht, wenn sie dich kennen! Ich komme mit! Also! Los! Hunde, tritt! Marsch! Der Empfang. Seit der Neue eingetreten ist, steht er neben der Tür. Unbeweglich. Den Helm unter dem Arm. Sein eigenes Standbild. Die anderen Toten, die neu gekommen sind, hocken auf der Bank und warten. Wie sie gewartet, dereinst viele Male. Auf das Glück und auf den Tod. In der Schenke, bis sie ihren Wein erhielten, und am Brunnen, bis die Geliebte kam, und im Gehölz in der Schlacht, bis der Befehl gegeben ward. Doch der Neue scheint das Warten nicht gelernt zu haben. Was bei Jupiter soll das bedeuten? Ich stehe und warte hier. Noch schallt die größte Stadt der Erdkugel wieder von der Trauer um mich. Und hier ist niemand, der mich empfängt. Vor meinem Kriegszelt haben 7 Könige auf mich gewartet. Ist hier keine Ordnung? Wo steckt zumindest mein Koch Lasus? Ein Mann, der aus Luft und Luft immer noch ein kleines Speislein bäckt. Hätte man zum Beispiel ihn mir entgegengeschickt, da er auch ja hier unten weilt, fühlte ich mich heimischer. O Lasus, dein Lammfleisch mit Lorbeer und Dill. Kappadozisches Wildbret. Ihr Hummern vom Pontus. Und ihr phrygischen Kuchen mit den bitteren Beeren.
Ich befehle, dass man mich von hier geleitet. Soll ich hier bei diesem Volk stehen? Ich beschwere mich. 200 Schiffe, eisengepanzert. 5 Legionen stießen vor auf meines kleinen Fingers Wink einst. Ich beschwere mich. Setz dich nieder, Neuer. Das viele Metall, das du schleppst, der schwere Helm und das Brustschild müssen dich doch müde machen. Sei nicht trotzig. So lang, als du hier warten musst, kannst du nicht stehen. Vor dir bin ich noch dran. Wie lang ein Verhör drinnen dauert, kann ich nicht sagen. Es ist auch verständlich, dass die Prüfung genau gemacht wird, jedes Einzelnen, ob er verurteilt wird, in den finstern Hades einzugehen oder in die Gefilde der Seligen. Manchmal ist die Prüfung ganz kurz, den Richtern genügt ein Blick. Dieser da, sagen sie, hat ein unschuldiges Leben geführt und es vermocht, seinen Mitmenschen zu nützen. Denn auf den Nutzen eines Menschen geben sie das meiste. Bitte sagen Sie zu ihm, geh dich ausruhen. Freilich bei den anderen dauert das Verhör oft ganze Tage, besonders bei denen, die hier herunter in das Reich der Schatten einen schickten, bevor seines Lebens zugemessene Zeit verlaufen war. Der jetzt gerade drinnen ist, wird kaum lang brauchen. Ein kleiner Bäcker ohne Arg. Was mich betrifft, bin ich etwas besorgt. Jedoch hoffe ich darauf, dass unter den Geschworenen drin, wie ich höre, kleine Leute sind, die ganz genau wissen, wie schwer für unser einen in diesen kriegerischen Zeiten das Leben ist. Ich rate dir, Neuer. Herr Tullia. Man ruft mich. Du musst eben sehen, wie du durchkommst, Neuer. Der Neue ist verstockt an der Pforte gestanden. Aber die Last seiner Ehrenzeichen, sein eigenes Gebrüll und die freundlichen Worte der Alten haben ihn geändert. Er sieht sich um, ob er wirklich allein ist. Jetzt geht er doch auf die Bank zu. Aber bevor er sich setzen kann, wird er gerufen werden. Den Richtern genügte bei der Alten Einblick. Lucullus. Ich heiße Lucullus. Wisst ihr hier meinen Namen nicht? Ich bin aus einem berühmten Geschlecht von Staatsmännern und Feldherren. Nur in den Vorstädten, den Docks und Soldatenkneipen, in den ungewaschenen Mäulern der Ungebildeten und des Abschaums heißt mein Name Lucullus. Lucullus. Und so mehrmals aufgerufen in der verachteten Sprache der Vorstädte, meldet sich Lucullus, der Feldherr, der den Osten erobert hat, der 7 Könige gestürzt hat, der die Stadt Rom mit Reichtümern gefüllt hat, zu der abendlichen Zeit, da Rom sich über den Gräbern zum Essen setzt, vor dem höchsten Gericht des Schattenreichs. Wahl des Fürsprechers.
Vor dem höchsten Gericht des Schattenreichs erscheint der Feldherr Lacalles, der sich Lucullus nennt. Unter dem Vorsitz des Totenrichters führen 5 Schöffen die Untersuchung. Einer einst ein Bauer, einer einst ein Sklave, der Lehrer war, einer einst ein Fischweib, einer einst ein Bäcker, einer einst eine Kurtisane. Sie sitzen auf einem hohen Gestühl, ohne Hände zu nehmen und ohne Münder zu essen. Unempfindlich für Glanz die lange erloschenen Augen. Unbestechliche sie, die Ahnen der Nachwelt. Der Totenrichter beginnt das Verhör. Schatte, du sollst verhört werden. Du sollst Rechenschaft ablegen über dein Leben unter den Menschen. Ob du ihnen genützt, ob du ihnen geschadet hast, ob man dein Gesicht sehen will in den Gefilden der Seligen. Du brauchst einen Fürsprecher. Hast du einen Fürsprecher in den Gefilden der Seligen? Ich beantrage, dass der große Alexander von Makedämon gerufen wird, dass er zu euch spricht als Sachverständiger über Taten wie die meinen. Alexander von Makedämon. Der Gerufene meldet sich nicht. In den Gefilden der Seligen ist kein Alexander von Makedämon. Schade, dein Sachverständiger ist unbekannt in den Gefilden der Wohlerinnerten. Was? Der ganz Asien eroberte bis zum Indus? Der Unvergessliche, der seinen Schuh unverkennbar dem Erdball eindrückte, der gewaltige Alexander. Ist nicht bekannt hier. Unglücklicher. Die Namen der Großen erwecken keine Furcht mehr hier unten. Hier können sie nicht mehr drohen. Ihre Taten werden nicht verzeichnet. Und ihr Ruhm ist uns wie ein Rauch, welcher anzeigt, dass ein Feuer gewütet hat. Schatte, deine Haltung zeigt, dass Unternehmungen von Ausmaß mit deinem Namen verknüpft sind. Die Unternehmungen sind nicht bekannt hier. Dann beantrage ich, dass der Fries zu meinem Grabmal, auf dem mein Triumphzug dargestellt ist, geholt wird. Aber wie soll er geholt werden? Ihn schleppen Sklaven. Sicher ist den Lebenden hier der Zutritt verwehrt. Nicht den Sklaven. Sie trennt nur so weniges von den Toten. Von ihnen kann man sagen, dass sie nur beinahe leben. Der Schritt von der Welt oben herab in das Schattenreich ist für sie nur ein kleiner. Der Fries soll gebracht werden. Herbeischaffen des Frieses. Immer noch verharren seine Sklaven an der Mauer. Ungewiss, wohin mit dem Fries. Bis eine Stimme plötzlich durch die Mauer spricht. Komm! Und sie schleppen, durch dies eine Wort verwandelt nun zu Schatten, ihre Bürde durch die Mauer mit dem Buchsbaum.
Aus dem Leben in den Tod schleppen wir die Bürde ohne Weigerung. Lange schon war unsere Zeit nicht unsere. Unseres Weges Ziel uns unbekannt. Also folgen wir der neuen Stimme wie der alten. Warum fragen? Lassen nicht zurück. Erwarten nichts. Und so gehen sie durch die Mauer. Denn die nichts zurückhält, hält auch diese Mauer nicht zurück. Und sie stellen ihre Bürde vor das oberste Gericht der Schatten, jenen Fries mit dem Triumphzug. Ihr Totenschöffen, betrachtet ihn, einen gefangenen König traurig blickend, eine fremdäugige Königin mit koketten Schenkeln, einen Mann mit einem Kirschbäumchen eine Kirsche verzehrend, einen goldenen Gott von zwei Sklaven getragen, sehr dick, zwei Jungfrauen mit einer Tafel, darauf die Namen von 53 Städten, einen sterbenden Legionär, seinen Feldherrn grüßend, einen Koch mit einem Fisch. Sind das deine Zeugen, Schatte? Das sind sie. Aber wie sollen sie reden? Sie sind Steine. Sie sind stumm. Nicht für uns. Sie werden reden. Seid ihr bereit, ihr steinernen Schatten, ihr Zeugnis zu geben? Wir Bilder stimmt einst im Lichte zu bleiben. Die steinernen Schatten versunkener Opfer. Um oben zu reden und oben zu schweigen. Wir Bilder stimmt einst die niedergeworfenen, des Atems beraubte Stunden, vergessenen, im Auftrag des Sieges im Licht zu vertreten, sind willig zu schweigen und willig zu reden. Schatte, die Zeugen deiner Größe sind bereit, uns zu berichten. Das Verhör. Und der Feldherr tritt vor und zeigt auf den König. Hier seht ihr einen, den ich besiegt habe. In den wenigen Tagen zwischen Neumond und vollem Mond habe ich sein Heer geschlagen mit all seinen Streitwagen und Panzerreitern. In diesen wenigen Tagen ist sein Reich zerfallen wie eine Hütte, in die der Blitz fährt. Als ich auftauchte an seiner Grenze, begann er die Flucht. Und die wenigen Tage des Krieges langten kaum aus für uns beide, die andere Grenze seines Reiches zu erreichen. So kurz dauerte der Feldzug, dass ein Schinken, den mein Koch im Rauch mir auffing, noch nicht durchgeräuchert war, als ich zurückkam. Und von sieben, die ich schlug, war der nur einer. Ist das wahr, König? Es ist wahr. Eure Fragen, Schöffen. Und der Schatte Sklave, der einst Lehrer war, beugt sich finster vor und fragt. Und wie kam es? Wie er sagt, wir wurden überfallen. Der Bauer, der sein Heu auflud, stand noch mit erhobener Gabel. Und schon wurde sein Wagen, der kaum vollgeladene, ihm weggefahren. Noch war des Bäckers Brotleib nicht gebacken, als schon fremde Hände nach ihm griffen. Alles, was er euch sagte über den Blitz, der in eine Hütte fuhr, ist wahr. Die Hütte ist zerstört. Hier steht der Blitz. Und von sieben warst du? Nur einer. Und es wird still. Die Totenschöffen bedenken das Zeugnis des Königs. Und der Schatte, der einst Kurtisane war, stellt eine Frage.
Du dort, Königin, wie kamst du hierher? Als ich einst in Taurion ging, früh am Tag zum Baden, stiegen vom Olivenhang 50 fremde Männer, haben mich besieget, hat als Waffe einen Schwamm, als Versteck klar Wasser. Nur ihr Panzer schützte mich und nicht allzu lange, wurde schnell besieget. Schreckensvoll versah ich mich, schrie nach meinen Mägden, und die Mägde schreckensvoll schrien hinter Sträuchern, wurden all bekrieget. Und warum gehst du nun hier im Zug? Ach, den Sieg zu zeigen. Welchen Sieg? Den über dich? Und das schöne Taurion. Und was nannte er Triumph? Dass der König, mein Gemahl, nicht mit seinem ganzen Heer seine Habe schützen konnte vor dem ungeheuren Rom. Schwester, dann ist unser Los das gleiche. Denn auch mich konnte das ungeheure Rom vor dem ungeheuren Rom nicht schützen. Und es wird still. Die toten Schöffen bedenken das Zeugnis der Königin. Und der Totenrichter wendet sich zum Feldherrn. Schatte, wünschst du fortzufahren? Ja. Ich merke wohl, die Geschlagenen haben eine süße Stimme. Jedoch einst war sie rauer. Dieser König da, der euer Mitleid fängt, als er noch oben war, besonders grausam. An Zinsen und Steuern nahm er nicht weniger als ich. Die Städte, die ich ihm entriss, verloren nichts an ihm. Aber Rom gewann 53 Städte durch mich. Mit Straßen und Menschen und Häusern, Tempel und Wasserwerk standen wir in der Landschaft. Heute stehen nur noch unsere Namen auf dieser Tafel. Und der Schatte Schöffe, der einst Bäcker war, beugt sich finster vor und fragt: Warum das? Eines Mittags brach da ein Getöse los. In die Straße schwemmte da ein Fluss. Der hatte menschliche Wellen und trug unsere Habe hinweg. Am Abend zeigte nur noch eine Säule Rauch, dass an dem Ort einst eine Stadt war. Was denn führte er weg, der den Fluss schickte und sagt, dass er den Römern 53 Städte gab? Und die Sklaven, die den goldenen Gott schleppen, fangen an zu zittern und schreien: Unmöglich eins, nun billiger als Ochsen. Die Beute zu schleppen, selber Beute! Einst die Erbauer von 53 Städten, von denen nur Name und Rauch blieb. Ja, ich trieb sie weg. Es waren zweimal 150.000. Einstmals Feinde, doch jetzt nicht mehr Feinde. Einstmals Menschen, doch jetzt nicht mehr Menschen. Und mit ihnen trieb ich ihren Gott weg. Also, dass der Erdkreis unsere Götter größer sah als alle anderen Götter. Und der Gott war hoch willkommen. Denn er war Gold und wog 2 Zentner. Und auch wir sind jeder ein Stück Gold wert. Von der Größe eines Fingerknochens. Und der Totenschöffe, der einst Bäcker war in Marsilia, der Stadt am Meer, beugt sich vor und sagt gelassen: Also schreiben wir zu deinen Gunsten, Schatte, einfach niederbrachte Gold nach Rom. Und es wird still. Die Totenschöffen bedenken das Zeugnis der Städte. Der Verhörte scheint müde. Ich mache eine Pause. Die Richter entfernen sich. Der Verhörte setzt sich nieder. Am Türpfosten kauert er, den Kopf zurückgelehnt. Er ist erschöpft, aber er hört ein Gespräch hinter der Tür an, wo neue Schatten erschienen sind. Ich kam zu Schaden durch einen Ochsenkarren. Ochsenkarren. Er brachte noch eine Ladung Sand zu einer Baustelle. Baustelle, Sand. Ist jetzt nicht Essenszeit? Essenszeit. Mein Brot und meine Zwiebel hatte ich bei mir. Ich habe kein Zimmer mehr. Die Unzahl von Sklaven, die sie aus allen Himmelsgegenden hereintreiben, haben das Schustergewerbe ruiniert. Auch ich war Sklave. Sagen wir,
Die Glücklichen kommen durch die Unglücklichen ins Unglück. Ihr da! Geht der Wind noch droben? Horch! Da fragt wer was. Ob der Wind geht um? Vielleicht. Mag sein in den Gärten. In den stickigen Gassen ist er nicht zu bemerken. Das Verhör wird fortgesetzt. Die Schöffen kehren zurück. Das Verhör beginnt wieder. Und der Schatter, der einst Fischweib war, sagt: Da war von Gold die Rede. Ich lebte auch in Rom. Doch ich habe nichts bemerkt von Gold, da, wo ich lebte. Wüsste gern, wo es hinkam. Welche Frage? Sollte ich mit meinen Legionen ausziehen, einem Fischweib einen neuen Schemel zu erbeuten? Brachtest du uns so nichts auf den Fischmarkt, holtest du dir doch vom Fischmarkt etwas, unsere Söhne. Und die Schöffin spricht die Krieger auf dem Fries an. Sagt, was trieb er mit euch in den beiden Asien? Ich entrann. Ich wurde verwundet. Ich schleppte ihn nach. Und so fiel er denn auch. Warum ließest du Rom? Ich habe gehungert. Und was holtest du dort? Ich holte mir nichts. Du strecktest deine Hand aus. War's, den Feldherrn zu grüßen? Es war, ihm zu zeigen, dass sie immer noch leer war. Ich lege Verwahrung ein. Ich beschenkte die Legionäre nach jedem Feldzug. Aber nicht die Toten. Ich lege Verwahrung ein. Wie sollen den Krieg beurteilen, die ihn nicht verstehen? Ich verstehe ihn. Mein Sohn ist im Kriege gefallen. Ich war Fischweib auf dem Markt am Forum. Eines Tages hieß es, dass die Schiffe der Zurückgekommenen aus dem Asienkriege eingelaufen seien. Ich lief vom Markte und ich stand am Tiber viele Stunden, wo sie ausgebotet wurden. Und am Abend waren alle Schiffe leer. Mein Sohn war über ihre Planken nicht gekommen. Faber, mein Sohn Faber, den ich trug und den ich aufzog, mein Sohn Faber. Da es zugig war am Hafen, fiel ich nachts in Fieber, und im Fieber suchte ich nun meinen Sohn, und tiefer suchend fror ich mehr, und dann, gestorben, kam ich hier ins Schattenreich und suchte weiter. Faber, rief ich, denn das war sein Name. Faber, mein Sohn Faber, den ich trug und den ich aufzog, mein Sohn Faber. Und ich lief und lief durch Schatten, Faber rufend, bis ein Pförtner drüben in den Lagern, der im Krieg Gefallenen, mich am Ärmel einhielt und mir sagte: Alte, hier sind viele Faber, vieler Mütter Söhne, viele, sehr Vermisste. Doch die Namen haben sie vergessen, dienen nur, sie in das Heer zu reihen, und sind nicht mehr nötig hier. Und ihren Müttern wollen sie nicht mehr begegnen, seit die sie dem blutigen Kriege ließen. Faber, mein Sohn Faber, den ich trug und den ich aufzog, mein Sohn Faber. Und ich stand am Ärmel eingehalten, und mein Rufen blieb mir weg im Gaumen. Schweigend kehrte ich um, denn ich begehrte nicht mehr, meinem Sohne ins Gesicht zu sehen.
Und der Totenrichter sucht die Augen der Schöffen und verkündigt: Das Gericht erkennt, die Mutter des Gefallenen versteht den Krieg. Und es wird still. Die Totenschöffen bedenken das Zeugnis der Krieger. Doch die Schöffin ist erschüttert. In der schwanken Hand mag ihr die Waage zittern. Sie benötigt, ihren Gleichmut zu gewinnen, eine Pause. Und wieder setzt der Verhörte sich nieder und hört dem Gespräch der Schatten hinter der Tür zu. Noch einmal dringt von oben aus jener Welt ein Hauch. Und warum liefst du so? Mich zu erkundigen. Es hieß, sie werben Legionäre an in den Schenken am Tiber, für den Krieg im Westen, der jetzt erobert werden soll. Das Land heißt Gallien. Nie gehört davon. Diese Länder kennen nur die Großen. Das Verhör wird fortgesetzt. Und der Richter lächelt zu der Schöffin, ruft den Prüfling und besieht ihn traurig. Unsere Zeit entflieht. Du nützt sie nicht. Erzürn uns lieber nicht weiter mit deinen Triumphen. Hast du keine Zeugen für irgendeine Schwäche, Mensch? Deine Sache steht ungünstig. Deine Tugenden scheinen wenig nützlich. Vielleicht ließen deine Schwächen Lücken in der Kette der Gewalttaten. Entsinne dich deiner Schwächen, Schatte. Ich rate es dir. Und der Schöffe, der einst Bäcker war, stellt eine Frage. Dort sehe ich einen Koch mit einem Fisch, der sieht lustig aus. Koch, erzähl uns, wie du in den Triumphzug kamst. Nur anzuzeigen, dass er beim Kriegsgeschäft noch Zeit fand, ein Kochrezept für einen Fisch zu finden. Ich war ein Koch. Ich gedenke der schönen Fleische noch oft, des Geflügels und schwarzen Wildbretts, die er mich braten ließ. Und saß nicht nur am Tische, gab mir ein lobend Wort, stand oft bei mir an der Pfanne und mischte selbst ein Gericht. Lammfleisch à la Lucullus machte unsere Küche berühmt. Von Syrien bis nach Pontus sprach man von Lucullus Koch. Sagt der Schöffe, der einst Lehrer war. Was soll uns das, dass er gerne aß? Aber mich ließ er kochen, nach Herzenslust. Ich danke es ihm. Ich verstehe ihn, ich der Bäcker war. Wie oft musste ich Klei in den Teig rühren, der armen Kunden wegen. Dieser da durfte ein Künstler sein. Durch ihn? Ich nenne ihn menschlich drum. Im Triumph führte er mich hinter den Königen und erwies meiner Kunst Achtung. Und ich weiß auch, dass er in Amisus, der Tochterstadt des herrlichen Athen, voll bis zum Rand von Kunstschätzen und Büchern, bei Plünderung seine Soldaten mit Tränen beschwor, nicht Feuer zu legen. Nass von Tränen kam er mir zum Nachtmahl. Auch das war menschlich. Bedenkt das. Und es wird still. Die Totenschöffen bedenken das Zeugnis des Kochs. Und der Schöffe, der einst Bauer war, stellt eine Frage. Da ist auch einer, der einen Obstbaum trägt. Das ist ein Kirschbaum. Den brachten wir von Asien. Im Triumphzug führten wir ihn mit und pflanzten ihn auf den Hängen des Apennin. Ach, du bist das Lacalles, der ihn brachte. Ich pflanze ihn auch einst, doch ich wusste nicht, dass er von dir stammt. Und freundlich lächelnd unterhält sich der Schöffe, der einst ein Bauer war, nun mit dem Schatten, der einst ein Feldherr war, über den Baum. Er ist sparsam mit Boden. Doch den Wind verträgt er schlecht. Die roten Kirschen haben mehr Fleisch. Und die schwarzen sind süßer. Ihr Freunde, dies vor allem, was erobert durch blutigen Krieg, verhassten Angedenkens, nenne ich das Beste.
Denn dies Stämmchen lebt. Ein neues, freundliches, gesellte sich dem Weinstock und dem fleißigen Beerenstrauch. Und wachsend mit den wachsenden Geschlechtern trägt's Frucht für sie. Und ich beglückwünsche dich, der's uns gebracht. Wenn alle Siegesbeute der beiden Asien längst schon vermodert ist, wird jedes Jahr aufs Neue den Lebenden wohl diese schönste deiner Trophäen noch im Frühling mit den blütenweißen Zweigen im Wind von den Hügeln flattern. Spreu und Weizen. Und aufspringt die Schöffin einst Fischweib am Markte. Fandet ihr also doch noch einen Pfennig in den blutigen Händen? Besticht euch der Räuber, das Gericht mit der Beute. Ein Kirschbaum. Die Eroberung hätte er machen können mit nur einem Mann. Aber 80.000 schickte er hier herunter. Wie viel sollen sie bezahlen oben für ein Glas voll Wein und einen Wecken? Sollen sie ewig bei einer Frau zu liegen, die Haut zum Markte tragen müssen? Und sie sahen auf den Bauern, den Lober des Kirschbaums. Bauer, was sagst du? Und vom hohen Gestühl erhebt sich der Totenrichter. Hinter ihm die fünf Schöffen des Totenreichs. Einer einst ein Sklave, der Lehrer war, einer einst ein Bäcker, einer einst ein Fischweib, einer einst ein Bauer, einer einst eine Kurtisane. Und der Totenrichter wendet sich zum Feldherrn. So beschließe ich das Verhör. Von deinen Zeugen, Schatte, waren die Glänzenden nicht die dir günstigsten. Dennoch fanden sich Kleine am Schluss. Nicht ganz leer sind deine blutigen Hände befunden. Freilich war selbst für die beste Gabe, den Kirschbaum, die Bezahlung sehr hoch. Leicht hättest du mit nur noch einem Mann diese Eroberung machen können. Aber 80.000 schicktest du in den Orkus dafür. Jetzt müssen wir vorlieb nehmen mit ein paar glücklichen Stunden für einen Koch, Tränen über die Vernichtung von Büchern und derlei wenig Nützlichem. Ach, mit all dieser Gewalt und Eroberung wächst nur ein Reich an. Und das ist das Reich der Schatten. Und vom hohen Gestühle erheben sich die Ahnen der Nachwelt, der mit den vielen Händen zu nehmen, der mit den vielen Mündern zu essen. Wir aber, bestimmt die Gestorbenen zu richten, betrachten, was sie die Erde verlassen, der Erde gegeben. Der Gerichtshof zieht sich zur Beratung zurück. Sie hörten das Verhör des Lucullus von Bert Brecht. Mit Ernst Schröder, Siegfried Lowitz, Wolfgang Golisch, Lotte Klein, Kurt Lieck und anderen. Komposition Johannes Aschenbrenner. Ist in